Eigentlich wäre ja schon der Helm Grund genug, wieder nach oben zu gehen. Zu gucken, was das für ein Helm ist. Bin schon mal interessant, dass das hier denselben Aufbau hat wie der die Ebene drüber. Au. Und da hätte ich gern wieder den da rein. Ich nehme mich nicht zurück davon. Muss nur ein bisschen Deckung suchen. Longsword, ah ja. Vielleicht habe ich etwas übertrieben mit den Trinken. Okay, doch, das ist die richtige Ebene. Weil hier haben wir keine Treppe mehr. Okay, das heißt, wir erkunden erst die Seite fertig. Weil da dürfte es ja nur noch den großen unteren Bereich geben und einen Raum. Dann gehen wir wieder auf die andere Seite und erkunden von unten nach oben. Also ja, hier waren wir schon drin. Chest mit Gold. Wie immer. Ja, ein bisschen Vorsicht sollten wir doch noch walten lassen. Unbesiegbar sind wir nicht, wenn wir schon zu
Was ich sagen muss, wo wir Glück hatten, war, dass wir keinen Schrein gefunden haben, der die Karte aufdeckt. Das hätte das Ganze nämlich schon mal gemacht. Der muss dann leider hier bleiben. Wir haben eh so viel Geld mittlerweile in der Stadt gebunkert. Hier in der Ecke. Und ja, ich versuche noch mitzunehmen an XP, was geht. Wir sollten nämlich Level 24 noch erreichen können, bevor wir uns mit Lazarus und Diablo rumschlagen müssen. Tach. Der hier irgendwo rumlag, mitnehmen. Gut. So, neues Square of Town Portal brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Tränke brauchen wir jetzt gerade auch keine. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, alles identifizieren. Tschüss. Oh, was kann der Helm? Plus 123% Armor. Hat genauso viel Armor wie mein aktueller Helm. Well, what can I do for you? Alles repariert. Das heißt, wir können wieder nachholen. Das Squad of Tom Portal haben wir. Spiel ist gespeichert und weiter geht's. Ja, ja. Ich hab euch nicht vergessen.
Geh da bitte. Eine Squad of Healing gewesen. Nee. Okay. Hm, 3 Punkte Magic, 2 Punkte Vitality. Bei Damage machen wir genug. Wir müssen eher gerade an unserer Survivability arbeiten. Gut, der Wild Stand, den fassen wir erstmal noch nicht an. Oh, ist da ein Boss dabei? Ja, die war allerdings nicht sonderlich stark, weil wir sie ständig unterbrechen konnten. Das war gut. Oh, du bist nicht so gut. Warst du wirklich alleine hier? Keine Horde bei dir. Na, außer der Horde hier vielleicht. Oh, ouch. Falsche Richtung. Bitte. Das waren die ja nicht alle. Das waren jetzt alle. Und ja, stellt euch mal sowas als Nahkämpfer vor. Man wird aus allen Himmelsrichtungen geschossen. Zerfleischt, zerfetzt. Muss auf Kuschelkurs gehen, um Gegner zu hauen. Wow. Full Plate Mail. Fireball. Ah, hi. Hi, du. Ja, die können wir wieder nicht tragen. Dafür bräuchten wir 90 Stärke und wir haben 78. Ja, das ist halt dann der Vorteil beim Nahkämpfer. No Feeling. Oh, Trap Chest. Oh, Gegner.
Vor allem, weil diese Gegner auch noch den Drang haben, von Nahkämpfen wegzulaufen. So, hier ist dann nichts mehr. Na gut, den Kreis haben wir bereits gefunden. Hier ist niemand drin. Auch gut. Noch Full Mana. Gut. Wow. Einfach so schießen ist gut. Okay, sonst ist hier niemand mehr. So, das heißt, wir haben die Ebene eigentlich auch geklärt, oder? Ja, hier unten waren wir überall drin und hier waren wir überall drin. Ja gut, da müssen sich Lazarus und Diablo bis zur nächsten Aufnahmesession leider gedulden. Wir holen jetzt noch den Wild Stuff. Spells, Spell Level. Ja, stimmt, wir können, glaube ich, den Spell Level daneben die Bandspruch zweimal benutzen. Guardian, will ich den Guardian benutzen, ist die gute Frage. So, erstmal Wild Stand. So, mit dem Staff of Lazarus. Sollten wir jetzt... Not enough mana. Muss ich mich jetzt umsehen, wo das Portal aufgegangen ist, oder was? Oder muss ich den Stab zu Kate bringen? Erstmal hier eine nehmen. Da reden wir kurz mit Kane. This does not bode well.
for it confirms my darkest fears. While I did not allow myself to believe the ancient legends, I cannot deny them now. Perhaps the time has come to reveal who I am. My true name is Deckard Cain the Elder, and I am the last descendant of an ancient brotherhood that was dedicated to safeguarding the secrets of a timeless evil, an evil that quite obviously has now been released. The Archbishop Lazarus, once King Leoric's most trusted advisor, led a party of simple townsfolk into the labyrinth to find the king's missing son, Albrecht. Quite some time passed before they returned, and only a few of them escaped with their lives. Curse me for a fool! I should have suspected his veiled treachery then. It must have been Lazarus himself who kidnapped Albrecht and has since hidden him within the labyrinth. I do not understand why the Archbishop turned to the darkness, or what his interest is in the child. Unless he means to sacrifice him to his dark masters. That must be what he has planned. The survivors of his rescue party say that Lazarus was last seen running into the deepest bowels of the labyrinth. You must hurry and save the prince from the sacrificial blade of this demented fiend. Yeah. Archbishop Lazarus ist jetzt die neue Quest. Gut. Ich habe gespeichert. Kurz Zusammenfassung. Cain hat gerade gesagt, dass er es bis jetzt nicht glauben konnte, dass der Teufel existiert, also dass Diablo existiert. Aber er jetzt seine Augen nicht mehr verschließen kann und dass Lazarus böse ist und dass er ihn hätte durchschauen müssen. Und dass Lazarus König Leorics jüngsten Sohn Albrecht entführt hat, um ihn den dunklen Göttern zu opfern. Also den großen Übeln, oder Diablo besser gesagt. Und er hat uns gebeten, das zu verhindern. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Also, bis gleich.